Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ihr seht, Wetter richtig leidend. Es gibt ein paar Neuigkeiten, über die können wir reden. Ich habe Mewtwo gefangen. Gestern, vielleicht blende ich das noch ein. Bisschen was zum C-Day. Bisschen was über die Map. Ein paar Neuigkeiten. Ein paar gute Neuigkeiten sogar. Und man kann seinen Beutel erweitern. Aber erstmal zum Penny. So, die ersten Neuigkeiten. Setz mal. Pack da am besten mal mein Handy aus, um das euch ablesen zu können. Und zwar gibt es Neuigkeiten von Bossland bezüglich der Map und was die da so machen. Also, eine positive Nachricht von Bossland an alle. Wir haben ein Update. Das blende ich hier eh ein. Und zwar, also sie haben den Code noch nicht gehackt, entschlüsselt, aber sie glauben, dass sie wissen, wie sie es machen können und dass es in der Zukunft leichter sein wird, den Code zu entschlüsseln. Und die sind sehr positiv gestimmt. Also schauen wir mal, aber es klingt schon mal sehr vielversprechend. Nach langer Zeit des Wartens kam halt ein Update, das ziemlich schlimm aussah, ziemlich schlecht, ziemlich negativ. Und die meinten, ja, Hoffnung soll nicht aufgegeben werden, aber Fortschritt wurde bisher keiner gemacht. Und jetzt so eine Nachricht klingt schon mal vielversprechend. Ob es so am Ende laufen wird, wie sie sich das vorgestellt haben, werden wir sehen. Und natürlich, wenn es wieder Infos zur Map gibt, ich halte euch auch im Laufenden. Aber jetzt geht es erstmal weiter, weil hier ist viel zu gegnerisch. Ich glaube, ich gehe zum Bahnhof. Und dann drehen wir die restlichen Teile. So. Zweiter Punkt. Und zwar hier bei Neuigkeiten. Man kann jetzt seinen Beutel erweitern. 500 mehr Plätze von 1500 auf 2000. Ob es notwendig ist? Eigentlich nicht so. Das ist ein netter Extra, ein netter Bonus, aber ich zum Beispiel brauche das jetzt nicht unbedingt. Heißt jetzt für mich, dass ich Beleber aufspannen kann und die nicht immer wegschmeißen muss, aber wie gesagt, echt nur was für die Überverrückten. Und der letzte Satz ist halt der interessante. Und zwar viel Spaß beim Erforschen. Das passt halt ganz gut zu der Abenteuerwoche, die jetzt dann demnächst möglicherweise angekündigt wird. Man munkelt. Noch ist ja immer noch nichts bestätigt, aber würde gut dazu passen. Ironischerweise bringen die ein Beutel-Update, nachdem gerade ein Event war, das mehr Items gegeben hat. Und wo man viel geradet hat. Aber okay. So. So. Ich werde jetzt meinen Beutel erweitern. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, deswegen mache ich das nicht direkt sofort, cash wieder rein und kaufe das, sondern werde es mir mit meinen freien Münzen wahrscheinlich langsam erkaufen. Langsam erkaufen, weil, wie gesagt, brauchen tut man es eigentlich echt gar nicht. Können wir kurz einen Blick auf meinen Beutel werfen. Jetzt habe ich 1,6. 400 Plätze bräuchte ich noch. Also gesamt muss man 2000 zahlen für diese 500 neuen Plätze. 400 für 100 Plätze und dann mal 5. 2000, jetzt nur noch 1,6. Wie ihr sehen könnt, ich habe genug Platz. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch das direkt erweitert habt. Oder habt ihr eigentlich genug Platz? Habt ihr Platzmangel? Jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Mewtwo Raid habe ich noch am Start. Werde ich versuchen, irgendwie einzublenden. So, kleiner Sprung. Was heißt kleiner Sprung? Es ist 23 Uhr. Ist nicht mehr viel passiert. Es hat echt extrem geregnet, also schlechtes Wetter gestern, heute. Gestern vor allem beim Mewtwo Raid. Den blende ich euch jetzt noch ein. Ich drücke mal direkt auf Start. Ich muss mal kurz hier schauen, wann ich das einblende. Bei 2 Sekunden. Schlüpft das ein. Oh, Moment, Sound aus. Sonst hört ihr den Sound doppelt. Das war am Gedenkstein hier bei uns. Ich habe über die Arena geredet in meinem Video. Wo war das? Wo ist denn das? So kriegt jeder eine Mewtwo X-Raid-Einladung. Und zwar ist das die Arena in der Zelle, wo keine Konkurrenz ist. Deswegen ist da echt jede zweite Woche ein X-Raid. Das war mein erster doppelter X-Raid. Also, ich hatte jetzt 11 Einladungen. 12 einmal bin ich nicht hingegangen. Und jede Einladung war in einer anderen Arena.
Und das war ja zum ersten Mal die doppelte Arena. Und warte mal. Ah, lass mal einfach durchlaufen. Auf jeden Fall habe ich da 200er bisher gefangen. Ein 100er Grodon. Und für den Raid, für den Grodon Raid, habe ich dann die Einladung bekommen. Und habe dann mein 100er Mewtwo bekommen. Das war mein 6. Mewtwo. Mein 6. Mewtwo Raid. Und jetzt wieder da. Natürlich hoffen wir wieder auf einen 100er Mewtwo. Haben es mal wieder zu dritt versucht. Nach langer Zeit mal wieder zu dritt. Der Kollege Max von Boom, seht ihr hier rechts, hat das vorgeschlagen, hat das doch nicht gemacht. Ich gehe hier mal durch die Statistik von mir. Müsst ihr die eigentlich alle kennen. Dann von dem Kollegen Sascha, aka RSG Master. Echt eine Menge Kämpfe. Und dann hier Max von Boom. Das Krasse ist, man sieht sogar den Orden der Arena. Wie hoch die den Orden haben. Und ja, wie gesagt, Max noch nicht gemacht. Zu dritt. Deswegen haben wir es für ihn mal probiert. Wie, eigentlich ist es kein Problem zu dritt. Das einzige, was vielleicht ein Problem hätte sein können. Eine kleine, wie nennt man das? Schwächung. Auf jeden Fall da ein Kollege von ihm aus Versehen reingejoint. Aber der ist dann gleich wieder weg. Das einzige Handicap, genau das Wort habe ich gesucht, ist eben der Regen. Weil das war echt extrem. Da war ein Baum, aber konnte man sich nicht wirklich unterstellen. Also Regen war extrem, deswegen habe ich es auch nicht normal aufgenommen, sondern jetzt hier im Nachhinein. Und los geht's. Wie immer ich mit meinen 6 Despoter. Hab eigentlich sonst nichts anderes. Ist eh die beste Lösung. Der beste Konter. Ich hätte noch meinen Pinsir. Gengar hätte ich auch noch am Start, aber ich mag meine Despoter, ihr wisst Bescheid. So. Einer kämpft mit Mewtwo da. Was nicht schlecht ist, weil Mewtwo kann auch eine Geistattacke. Und der Mewtwo kann jetzt, oder das Mewtwo, ich sag einfach mal der Mewtwo, kann Hyperstrahl. Ist auch mein erster mit Hyperstrahl, haut schon rein. Also Fokusstoß hatte ich noch nie. Und jetzt Hyperstrahl zum ersten Mal. Ich hatte davor Psychic und eben Spukball. Glaube ich, aber kann auch sein, dass ich bisher nur Psychic hatte. Aber wie ihr seht, also die Despoter fallen schon ziemlich heftig. Also Fokusstoß ist noch heftiger, das ist einfach Despoter direkt weg. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch mal mein Team wechseln müssen. Könnt ihr hier irgendwas mit Spukball sehen, ansonsten immer noch 2 Despo am Start. Ich glaube, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. So, ich habe mal vorgespult auf 140 Sekunden. Mein erstes Team müsste gleich tot sein. Aber Zeit ist noch, alles da, locker easy. Wir sind gut in der Zeit, wir liegen gut in der Zeit. Hundemon auch am Start, Unlicht, Sherbox am Start. Kurze Unterbrechung, wegen dem Regen bin ich aus Versehen raus aus dem Spiel. Aber jetzt sind wir wieder da und das erste Team ist tot. Noch 100 Sekunden, noch ein, nicht mal ein Viertel. Bisschen mehr als ein Fünftel, also sollte machbar sein. Schnell Topbeleber auf. Ich mach mal einfach alle, weil wenn nicht alle, weil wenn einer tot ist und ihr geht zum Beispiel jetzt mit einem eurer Teams rein, dann kommt immer diese Animation, also der Tote ist dann trotzdem in eurem Team und dann stirbt er und dann kommt das nächste, also die Animation ist da zu lange, deswegen habe ich einfach mal alle wiederbelebt. Hundemon immer noch am Start, das von vorhin, in der Zeit wo ich gestorben und geheilt habe, hat es noch überlebt. Es sei denn, es ist ein neues Hundemon. Man weiß ja nicht so genau, was die Kollegen da immer machen. Und ja, eine Minute noch übrig. Jetzt haben wir eigentlich Mewtwo immer geschlagen, wenn es ein anderes Muster hatte. Aber jetzt natürlich mit Hyperstrahl ein bisschen schwieriger. Wie ihr seht, auch schon wieder tot, das Mutter. Rayquaza am Start, Rayquaza auch nicht so schlecht eigentlich. Ziemlich hoher Angriffswert. So. Und jetzt dann bei ungefähr einer halben Minute, 30 Sekunden länger gebraucht, ist er down. Schaut dann an Max, sein erster Mewtwo 3er Raid, Trio Raid und 2227, machen wir es nicht spannend, natürlich nicht 2275. Nicht mal einen Sonderbaum bekommen, echt traurig, 3 Schadensbälle, Team Gelb, natürlich 3, wir waren alle 3 gelb. Jetzt. Ah, ziemlich unspektakulär, kannst du jetzt schon sagen.
Ich werfe. Moment. So, anzielen. Er macht seinen Attack. Ich werfe excellent. Zum ersten Mal werfe ich beim ersten Mal excellent. Weil normal mache ich ja immer erst great und dann taste ich mich so langsam heran. Erster Ball drin. Das war's. Gefangen. IV nicht so top, aber egal. Drei neue Bonbons. Und direkt zurück in die Arbeit. Das war am Dienstag. Habe ich in der Mittagspause mitgenommen. So, und weg. Und das war's von meinem Mewtwo. Meine 12. Einladung, aber nur mein 11. Mewtwo, weil einmal bin ich nicht hingegangen. Und ja, das war's eigentlich so. Mewtwo gefangen. Schreibt dann in die Kommentare, ob ihr zu eurem Mewtwo Raid gegangen seid. Oder ob ihr überhaupt eine Einladung hattet. Und wenn ja, wie gut euer Mewtwo war. Ansonsten Maps. Schauen wir mal. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit wieder gehört, dass die Nachricht, die Info wieder gelöscht wurde. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Wir werden es sehen. Aber jetzt ein bisschen mehr Hoffnung als davor. Maps könnten wieder zurückkommen. Man weiß es nicht genau. Aber falls sie es tun, werde ich natürlich ein Video dazu machen. Und mehr Platz im Beutel. Mal schauen, ob neue Items kommen oder was das genau bedeuten wird. Die Abenteuerwoche steht vor der Tür. Es wird schon sehr, sehr stark gemunkelt. Mal schauen, ob das irgendwie zusammenhängt, dass da neue Items kommen werden oder irgendwas, wofür man halt den Beutel braucht. Wir werden es sehen. Und schreibt auch unten in die Kommentare, ob ihr euch euren Beutel direkt auf Max kauft, pusht. Oder ob ihr zufrieden seid mit eurem Platz, den ihr momentan habt. Falls ja, dann schreibt unten rein, wie viel Platz ihr habt. Aber das war's jetzt von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.